So wirklich zufrieden scheint Felix Magath, der Trainer und Manager des VfL Wolfsburg, mit seiner Mannschaft noch nicht zu sein. Denn bis zum Wechselfristende in gut zwei Wochen will er seinen Kader noch etwas umkrempeln. Obwohl die Vorstellung beim 3:0 Auswärtserfolg am letzten Spieltag doch schon ganz ordentlich war. Ich bin natürlich froh, heilfroh, dass wir mit dem Sieg in Köln schon mal die ersten drei Punkte gemacht haben. Denn gegen den FC Bayern zu punkten, das ist uns und auch anderen Vereinen in der Vergangenheit nicht immer gelungen. Viel Respekt also von Magath vorm deutschen Rekordmeister, dessen Kader für die Saison schon feststeht. Im Gegensatz zum VfL. Papiss Demba-Ba-Sissé vom SC Freiburg soll für 12 Millionen Euro noch kommen. Allerdings fordern die Breisgauer 17,5 Millionen für den 22-Tore-Mann aus der letzten Saison. Sollte dieser tatsächlich zum VfL wechseln, sieht es für Stürmer Patrick Helmers besonders schlecht aus, der ohnehin schon auf der Abschussliste steht. Daran hat auch sein Doppelpack gegen den 1. FC Köln nichts geändert. Mit einer Niederlage und einem einsatzbereiten Franck Ribéry reisen die Bayern nun nach Wolfsburg. Das war mir da nicht so recht, dass die letzte Woche verloren haben gegen Gladbach zu Hause. Denn ja, da, wie es so schön heißt, ist die Mannschaft schon wieder unter Druck. Vor allem für Hasan Salihamidzic ist die Partie gegen seinen Ex-Club etwas ganz Besonderes. Und Trainer Magath hat so seine Mühe, den 34-Jährigen zu bändigen. Er ist eigentlich immer hochmotiviert. Er ist, wie gesagt, für sein Alter viel zu unruhig. Wenn Salihamidzic seine Motivation nun auch auf die anderen Spieler übertragen kann, ist auch Felix Magath vielleicht wieder zum Lachen zumute.